kontrollieren. Ja, passt alles. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Und willkommen zurück in diesem Irrenhaus. So, jetzt geht's auf nach Pescara zum Kunden. Ich habe mir auch wieder so einen typischen kleinen Marx erlaubt und habe einen Rasthof zu früh angehalten. Wir fahren gleich noch an einem vorbei. An dem wollte ich ursprünglich Feierabend machen. Naja, wie es halt manchmal so ist. Dann gestern auch noch mit East North telefoniert bezüglich in der Planung der Rücktour. Da wollten sie sich heute noch melden. Bin ich mal gespannt. Was da so dann gesagt wird. Ja, da vorne ist schon wieder so ein Kran unterwegs. Die kommen doch immer nicht aus dem na, ihr wisst schon. Ach, Kollege, dein Ernst? Du fährst hier mit 60 auf der mittleren Spur. Das kann doch nicht ein Scheiß Ernst sein. Mann, 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 Mann. Ja, und ihr bleibt jetzt hier stehen, um den Verkehr drauf zu lassen. Das fängt ja schon wieder gut an heute Morgen. Ich hoffe mal, das waren jetzt aber erstmal genug Idioten für den Tag. Ich wäre zumindest sehr dankbar, wenn das so ist. Und hier auf der rechten Seite kommt gleich der Rastplatz, den ich ursprünglich anfahren wollte. Ja, bei dem Kranwagen war ich eben aber auch kurzfristig mal am Überlegen, ob ich die Axt rausholen soll. Ich meine, was denken die sich mit 60 auf der mittleren Spur? Mann, 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 ey. Da fällt einem nichts zu ein.
Zivilstreife hat Wohnmobil rausgezogen. Schlimme ist ja, du erkennst Zivilwagen hier noch nicht mal so schnell. Da ist nicht mal irgendwie, dass du sagen kannst, okay, an dem und dem Merkmal erkennst du halt einen Zivilwagen. Nee. Gut, wenn du jetzt vielleicht ganz genau hinguckst, dann kannst du vielleicht die Lichter erkennen. Aber meist erkennst du die erst, wenn das Blaulicht angeht. Nimm die Ausfahrt rechts. Und dann ist es meistens auch schon zu spät. Dann mecker hier nicht so rum. Kann man durchaus mit 45 hochfahren. Wir machen auch hier. Irgendwas müssen diese ganzen Boxen da vorne in der Scheibe ja gut sein. Ich habe jetzt schon gedacht, der Wohnwagenfahrer knallt mir die Seite rein. Das wäre es ja noch gewesen. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt geht es ein bisschen auf Nebenstrecke weiter. Aber immerhin dürfen wir hier 70 fahren. Und nicht wie in Deutschland mit 60. Ich meine, dass in Deutschland mit 60 für LKWs auf Landstraßen, das Gesetz ist ja nur auch schon von anno dazu mal. In der Zwischenzeit hat sich ja auch technisch einiges geändert. Dass man das definitiv anheben könnte. Aber dafür sind wir halt in Deutschland. Da dauert das alles ein bisschen länger. Vielleicht ist das Fax auch noch nicht angekommen. Man weiß es nicht. Aber echt eine schöne Gegend hier. Immer geradeaus. Hier könnte man glatt mal Urlaub machen. 14 Grad haben wir auch schon. Ist also hier im Süden doch noch ein bisschen wärmer. Und du hast doch auch scheinbar eine zu gute Lebensversicherung, oder? Ich habe mir das schon fast gedacht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Wie eilig kann man es im Leben haben, um solche Fahrmanöver zu machen?
Nimm diese Ausfahrt. Ich meine, ich habe schon gute Bremsen in DAF hier drinne. Aber dennoch gibt es ein gewisses Restrisiko. Ich meine, ich habe jetzt nur so ein bisschen Holz hinten drauf. Und das ist natürlich auch Balsaholz, das ist ja ganz leicht. Und der Auflieger und der LKW sind ja auch komplett aus GFK. Das wiegt ja auch nichts. Ironiemodus aus. Mann. Über solche Kasperköppe könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Oder es wie Marian machen und die Axt rausholen. Und da haben wir schon den nächsten schlauen Kandidaten. Ich meine, der müsste es doch am besten wissen. Der fährt mit Menschen durch die Gegend. Manchen ist halt nicht mehr zu helfen. Aber deswegen müssen wir noch nicht zu schnell fahren. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hoffentlich kommt mir jetzt hier keiner entgegen. Sonst haben wir doch ein etwas größeres Problem. Biege nach rechts ab. Da kommt nichts. Da auch nicht. Und da merkt man jetzt doch die mitlenkenden Achsen vom Auflieger. Von rechts kann nichts kommen. Von links kommt nichts. Perfekt. Okay, hier ist wieder 70. Aber so Nebenstrecke fahre ich auch mal ganz gerne. Hier sieht man doch ein bisschen mehr von der Landschaft, als wenn man jetzt nur auf der Autobahn unterwegs ist. Das ist dann immer mal eine nette Abwechslung. Und wenn du denn noch irgendwie so einen schönen kleinen Ort entdeckst, wo es irgendwie noch
ein leckeres Essen gibt, beziehungsweise ein schönes Restaurant. Das ist noch immer so der Sechser im Lotto dann. Und wenn du dann auch noch mit dem LKW vernünftig da parken kannst, dann hat man natürlich richtig gewonnen. Nimm diese Ausfahrt. Ich sollte mich nur nicht zu sehr an die mitlenkenden Achsen gewöhnen. Pescara, da haben wir es doch auch schon ausgeschildert. Dann kann es ja nicht mehr allzu weit sein. Die Autostrada hat uns wieder du konntest dich jetzt auch nicht wirklich entscheiden, was du willst, oder? Ist heute Tag der Idioten, oder was? Jetzt haben wir sogar schon 15 Grad. Ist ja schon fast Hochsommer. Aber man merkt, dass man hier in Italien unterwegs ist. Sind doch einiges an Ivecos unterwegs. Auch immer interessant, wenn man so in den verschiedenen Ländern immer so die, ich sag jetzt mal, einheimischen Marken erkennt. Ich meine, wenn man in Skandinavien mal kein Scania oder Volvo sieht, das ist dann schon ein bisschen überraschend. Der Herbst hat hier aber auch schon richtig gut Einzug gehalten. Ja, wir sind genauso schnell wie der Zug. Noch zumindest. Schön mit dem Meer hier. Das hat schon was. Gefällt mir. Ja, da geht mein Handy.
Aber dank modernster Technik können wir es ja hier über das Lenkrad annehmen. Hier ich, wer da? Ja, natürlich bin ich das. Hast mich doch angerufen. Ja, okay, wenn du es denn so möchtest. Schönen guten Tag, Sven Marx hier von der MBT. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, die East North. Auf Ihren Anruf habe ich schon gewartet. So besser? Was gibt's? Ja, genau. Komm heute beim Kunden an, wie vereinbart. Ja, und ihr sagtet dann ja, morgen wäre dann Ladetermin. Und jetzt war halt meine Idee, dass ich dann hier in Italien Wochenende mache und dann am Montag bzw. Sonntagabend wieder starte. Ich weiß jetzt ja nicht, wie dringend das Ganze erwartet wird. Okay, das klingt ja so, als würde mein Plan soweit dann funktionieren und auch keine Probleme verursachen. Okay, dann machen wir dazu. Dann fahre ich dann Freitag noch zum Laden. Genau. Ja, so machen wir das dann. Alles klar. Dann danke ich dir auf jeden Fall für den Anruf und sollten wir uns nicht mehr hören, ein angenehmes Wochenende. Oder musst du Wochenende arbeiten? Ach, diesmal bist du dran. Okay. Ja, dann hören wir uns vielleicht doch nochmal. Jo, mach's gut. Tschüss. Und das ist ja wunderbar. Das klappt also so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habe ich also Wochenende in Italien. Kann man sich auch Schlimmeres vorstellen. Noch bis zum Kunden. Eine Stunde. Das läuft ja heute dann so richtig gut, abgesehen von den Idioten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber natürlich machen wir das. Nimm die Ausfahrt rechts. Da vorne wollen sie auch gleich wieder das Beste. Nutzen wir noch mal die moderne Technik.
geht's aber doch ganz gut hoch. Zum Glück ist meine Rückladung jetzt nicht so dringend. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Da habe ich ja schon mitbekommen, dass es da durchaus dringendere Sachen gibt, die nach Italien müssen. Dann auch Fahrer aus ganz anderen Ecken dann weggeholt werden. Das ist aber auch eine Baustelle, die ist aber doch ein bisschen ab vom Schuss, würde ich mal sagen. Der darf aber mal wirklich richtig arbeiten hier. Aber trotzdem 30, das ist genug hier. Das ist doch so ein Windpark hier. Was wollen die mit so viel Holz? Ja, mir soll es egal sein. Die wollen das haben, ich bring's den Leuten hin. Den Rest hinterfrage ich dann erst gar nicht. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Nicht, dass mir hier dann noch irgendeiner vor die Karre fährt. Das war eine schöne Fahrt. Da stimme ich dir zu, dass das eine schöne Fahrt war, aber es wäre jetzt noch schöner, wenn hier irgendwo einer ist. Und da vorne stehen noch welche. Dann fahren wir doch hier einmal um Pudding und dann schauen wir mal, ob die hier irgendwas zu melden haben. Also das sind aber auch riesige Windblätter hier, wollte ich gerade sagen. Hier, Schreibodings, ihr wisst schon. Stellen wir uns einmal hier kurz hin. Blockieren wir hier auch schön die Autos, damit die hier ja nicht wegfahren können. So. Dann gehe ich mal zu denen dahin. Die sehen auch schon sehr motiviert aus.
Ah, jetzt wird aus dem Holz auch ein Schuh. Okay. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin macht nichts, was ich nicht auch tun würde und tschüss. Thank you.